Oh, er hat den letzten Baum schon von hier genommen. Yay. Kann auch sein, dass ich das ganze Holz, was mir zur Verfügung steht, auf dieser Seite hier verbrauchen werde. Und auf der anderen Seite nur noch mit Erde arbeiten kann. Oder ich fange dann wirklich an, Bretter zu nehmen und Pfosten zu bauen, so nebeneinander. Der Erde zu begraben. Das meiste haben wir jedenfalls schon zugebaut. Und es ist noch mehr als genug Holz übrig. Zum Glück.
So, wenn er den Stamm gesetzt hat, können wir da wieder eine neue Reihe machen. Wenn wir so wieder bei 2000 Steinen sind, können wir mal wieder mit dem Auffüllen hier anfangen. Gibt auch jede Menge Gras, was dadurch drauf geht, aber Gras gibt es hier eh zu genüge und so viel Gras brauchen wir ja zum Glück nicht. Und flupp. So, ihr müsst euer Holz jetzt dorthin schaffen.
Da macht wieder ein Stamm seinen Abflug. Da fliegt wieder einer da. Und, ja. Von dem Holz hier können wir das meiste. Also eigentlich alles. Okay, die Stümpfe, die wir nachher aus Versehen in die Luft jagen werden, dann vielleicht nicht, aber... Das Holz, was wir so fällen, können wir auf jeden Fall alles nutzen. Die fangen hier an aufzufüllen, das ist gut. Hier weit liegt jetzt auch ein Haufen Holz rum. Hier oben liegt ein Haufen Holz rum. Der Baum versteckt sich zwischen den anderen Bäumen hier unten. Weil er der Meinung ist, dass er so entkommen könnte. Oh. Da habe ich wieder mal geschlafen. Sind sogar keine Baumstämme ins Nirvana gefallen dadurch.
So, erste Ebene gemacht. Muss die zweite aufgefüllt werden. Und wir haben hier oben einen kompletten Kahlschlag. Also das haben wir wenigstens in der Aufnahmesession hingekriegt, hier unten den Wald kahl zu kriegen. Hier unten zu verbauen. Oh, da können wir jetzt wieder eine lange Reihe bauen. Jetzt nehmen Sie Holz von hier. Hier drüben liegt noch jede Menge Holz. Das Holz hier dazwischen werden Sie halt nicht rankommen. Die hat das Holz hier dazwischen. Ja, wenn man sich so von der Seite ansieht, sieht man jetzt fast. Eigentlich, wenn man so guckt, sieht man nichts mehr von den Bäumen, die wir, also den Baumstämmen, die wir da benutzt haben. Ja, so ist das doch sehr effektiv. Oh, ihr macht die beiden Dinger fertig. Oh, auch nicht schlecht. Können wir da gleich noch. Doch so einen Auftrag geben. So, und dann würde ich sagen, wäre es langsam mal wieder Zeit für einen Cut. Also speichern wir. Und dann sehen wir uns gleich wieder.